Hi, ich bin Moritz und bin Marketing Director bei Kanton. Heute zeige ich euch unser neues Smart Sound Deck 100 mit Apple AirPlay, seinen wichtigsten Anschlüssen, Funktionen und allen weiteren Features. Als erstes schauen wir uns an, was bei dem Sound Deck im Lieferumfang enthalten ist. Im Lieferumfang des Smart Sound Deck 100 sind alle Kabel vorhanden, die ihr zur Verbindung mit eurem Fernseher benötigt. Dazu gehören eine Smart Fernbedienung zur einfachen Bedienung des Sound Decks, eine Kurzanleitung für eine schnelle Inbetriebnahme, ein Netzkabel für den Strom, ein HDMI-Kabel, ein optisches Digitalkabel, auch Toslink genannt, ein koaxiales Audiokabel und ein analoges Audiokabel. Platzieren könnt ihr das Sounddeck auf oder in einem Sideboard. Ihr könnt auf das Sounddeck jeden Fernseher bis zu 40 Kilogramm Gewicht platzieren. Nachdem ihr das Sounddeck am gewünschten Ort aufgestellt habt, müsst ihr es jetzt nur noch mit dem Strom verbinden. Nun zeigen wir euch, wie ihr das Sounddeck am einfachsten mit dem Fernseher verbindet. Wie auch bei unseren Soundbars der Smart-Serie gibt es mehrere Möglichkeiten, das Smart Sounddeck mit dem Fernseher zu verbinden. Wir empfehlen, das Sounddeck mit dem Fernseher über das mitgelieferte HDMI-Kabel zu verbinden. Das geht ganz einfach. Schließt das HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des Sounddecks an, der mit ARC gekennzeichnet ist. Dann verbindet ihr das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang eures Fernsehers, welcher ebenfalls mit ARC gekennzeichnet ist. Sollte euer Fernseher nicht über einen HDMI-ARC-Eingang verfügen, könnt ihr natürlich auch jeden anderen HDMI-Eingang problemlos verwenden. Für das beste Audiosignal schließt ihr alle weiteren Zuspielgeräte wie Blu-ray-Player, Konsole oder Receiver direkt an das Sounddeck an. Die einzelnen HDMI-Eingänge sind in dem Display erscheinenden Kanälen zugeteilt. Nun schaltet ihr das Sounddeck mit der Smart-Fernbedienung ein und wählt über die Pfeiltasten nach oben oder unten den passenden Eingang aus. Im nächsten Schritt schauen wir uns die grundlegenden Klangeinstellungen an. Hierfür drückt ihr auf der Fernbedienung auf M wie Menü. Nun erscheint auf dem Fernseher ein Onscreen-Display, welches die Konfiguration deutlich erleichtert. Als erstes stellen wir den Hörabstand in den Einstellungen ein. Drückt dafür einfach wieder auf M, danach auf Lautsprechereinstellungen und nun auf den Punkt Lautsprecherabstand. Hier könnt ihr nun den Hörabstand von dem Sounddeck bis zu eurem Sitzplatz einstellen. Diese Einstellung sorgt für eine optimale Klangverteilung innerhalb eures Raumes. Im nächsten Schritt stellen wir den Equalizer ein. Die Einstellungen basieren darauf, wo ihr das Sounddeck aufgestellt habt. Drückt hierfür auf der Fernbedienung auf die Menütaste, geht in die Lautsprechereinstellung und wählt Equalizer aus. EQ1 steht für ein frei aufgestelltes Sounddeck, beispielsweise auf einem Sideboard. EQ2 für eine Aufstellung des Fernsehers auf dem Sounddeck und EQ3 für eine Aufstellung des Sounddecks in einem Rack oder Regal. Das Sounddeck 100 ist ein von Dolby Atmos lizenzierter Lautsprecher. Das bedeutet, dass 3D-Raumklang von allen Richtungen virtualisiert wird. Hierzu lässt sich in dem Menü unter Systemeinstellungen, dann unter 3D-Audio die gewünschte Intensität zwischen gering, normal oder stark auswählen. Zudem gibt es verschiedene Play-Modes: Stereo, Movie, Music und Night Mode. Stereo steht für klassischen Stereoklang. Movie Surround für eine 3D-Tonwiedergabe bei Filmen für Heimkino-Effekte, wie zum Beispiel Actionfilme oder ein echtes Stadion-Feeling. Music Surround ist gemacht für Musikaufnahmen mit breiter Klangbühne, also ideal für Konzertaufnahmen. Der Night Mode ist für eine ruhige, abendliche Wiedergabe gemacht. Um die Playmodes einzustellen, geht ihr auf der Fernbedienung auf die Taste Playmode und wählt die für euch passende Klangeinstellung aus. Über die Soundtaste auf der Fernbedienung könnt ihr zusätzlich individuell die Tiefen, Mitten und Höhen anpassen. Sämtliche Einstellungen könnt ihr dauerhaft als Preset auf den Tasten 1 bis 3 abspeichern. Um eure persönliche Klangeinstellung in Verbindung mit einem bestimmten Kanal abzuspeichern, haltet ihr die jeweilige Taste 1 bis 3 länger gedrückt, bis P1, P2 oder P3 im Display erscheint. Alle zu diesem Zeitpunkt eingestellten Konfigurationen sind nun unter der Preset-Taste gespeichert und jederzeit abrufbar. Als nächstes zeigen wir euch die Einrichtung ins WLAN. Das neue Sounddeck 100 könnt ihr entweder mit Apple AirPlay oder mit Google Home mit dem WLAN verbinden. Starten wir mit der Einrichtung ins WLAN über AirPlay. Als Nutzer eines Apple-Produkts könnt ihr das Sounddeck ganz einfach ins WLAN einbinden. Trennt dafür das Sounddeck im ersten Schritt kurz für 30 Sekunden vom Strom. Nachdem ihr es wieder angeschlossen habt, findet ihr in den WLAN-Einstellungen unter Neuen AirPlay-Lautsprecher einrichten euer Smart-Produkt. Hier könnt ihr das Sounddeck beispielsweise für das Wohnzimmer einrichten. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, könnt ihr über das Kontrollzentrum das Sounddeck als Tonausgabegerät für alle Apps wählen.
Um das Sounddeck über Google Home ins WLAN einzubinden, ladet euch im ersten Schritt die Google Home App runter und folgt einfach der Anleitung in der App. Bei erfolgreicher Einrichtung hört ihr einen Testton über das Sounddeck und die grün blinkende LED im Display des Sounddecks leuchtet jetzt dauerhaft grün. Nun könnt ihr das Sounddeck im Multiroom-Betrieb mit weiteren Smart-Lautsprechern nutzen und in verschiedenen Räumen über AirPlay oder Chromecast Built-In gleichzeitig Musik hören. Außerdem könnt ihr nach erfolgreicher WLAN-Einrichtung mit Spotify Connect über die Spotify-App eure Lieblingsmusik direkt auf das Sounddeck streamen. Am schnellsten zu eurer Lieblingsplaylist kommt ihr übrigens über die drei Preset-Tasten. Dafür einfach die Spotify-Playlist starten und eine der gewünschten Preset-Tasten lange gedrückt halten. Ihr könnt das Sounddeck ganz einfach mit weiteren Smart-Lautsprechern zu einem Wireless-Heimkino-Set erweitern. Dazu stellt ihr die jeweiligen Smart-Lautsprecher auf und achtet bitte darauf, dass diese noch nicht mit dem Strom verbunden sind. Jetzt geht ihr im Menü auf den Punkt Funkeinstellung und wählt dort Funklautsprecher koppeln aus. Nun wählt ihr den zu verbindenden Lautsprecher aus und drückt auf der Fernbedienung auf OK. Jetzt verbindet ihr den ausgewählten Lautsprecher mit dem Strom. Sobald dieser eingeschaltet wird, verbindet sich dieser automatisch mit dem Sounddeck. Bei jedem weiteren zu verbindenden Lautsprecher wiederholt ihr diesen Vorgang separat. Bei dem Smart Sounddeck 100 habt ihr nun die wichtigsten Funktionen kennengelernt. Weitere Einstellungen und Infos zum Sounddeck und der Smart-Serie findet ihr auf kanton.de. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit an unseren Service wenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!